Es gibt ein Verhalten, das nennt man rationales Herdenverhalten. Es gibt auch irrationales Herdenverhalten, kann ich gleich noch was zu sagen. Rationales Herdenverhalten bezeichnet genau ein Verhalten, wo Leute einer Gruppe, die sich in eine bestimmte Richtung entwickelt, einfach folgen. Und die Logik dahinter ist, die können sich ja nicht alle irren. Und je mehr es dann machen, desto plausibler wird das Argument. Die können sich ja nicht alle irren. Also mache ich auch noch mit. Und dann macht der Nächste auch noch mit, weil der kann sich ja nicht auch noch irren und so weiter. Und das kann dazu führen, dass es sogar rational sein kann, dieser Gruppe auch zu folgen, wenn man davon ausgeht, dass die nicht alle einfach nur dumm sind. Es gibt aber andere Gründe auch, nämlich zum Beispiel, es ist viel schlimmer, als Einziger abseits zu stehen und zu sagen, ja, ich habe das anders gesehen und es dann schlecht läuft, dann sagt man, du bist ein unglaublicher Idiot. Wenn man es aber falsch gemacht hat und alle haben es falsch gemacht, dann kann man sagen, ja gut, alle haben es falsch gemacht, keiner konnte es ja wissen und so weiter. Das heißt, das Risiko, sich anders als die Gruppe zu verhalten, ist viel größer. Und auch die Bestrafungsmechanismen sind viel größer. Und das führt dann aus so sozialen Motiven, aus Statusorientierung oder Angst vor Ausgrenzung oder auch Angst vor dem Arbeitsplatzverlust und Sanktionen im Allgemeinen dazu, dass man einfach bereiter ist, einer solchen Gruppe zu folgen. Also es ist eine Illusion, dass wir kopflastig sind, weil sehr häufig entscheidet ja der Bauch. Wir glauben, dass der Kopf entscheidet, aber häufig ist es eben doch der Bauch eigentlich, der entscheidet. Ich bin aber als Wissenschaftler nicht ein Anhänger der These, dass wir noch mehr Bauch brauchen. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Kopf, wir brauchen sehr viel mehr Verstand. Aber wir müssen verstehen, dass viel von dem, was wir als Kopfentscheidung darstellen, eigentlich Bauchentscheidungen sind. Ich bin also ein großer Anhänger, dass wir in der Wirtschaftspolitik uns auch vom Kopf leiten lassen. Aber wir müssen verstehen, wie Menschen sich von ihrem Bauch leiten lassen, um darauf dann eben auch gute Antworten zu finden. Das ist meine ganz tiefe Überzeugung und das basiert auf empirischen Daten, auf kontrollierten Studien im Labor, im Feld, repräsentative Befragungen. Also es ist wirklich breit abgestützt, dass die Verengung der Motivlage des Homo economicus, nämlich auf einen sehr engen, eigennutzmaximierenden Begriff, einfach falsch ist. Die ist einfach falsch. Und weil sie falsch ist, kommen Dinge in den Blick, die von Ökonomen bislang eigentlich in andere Fächer delegiert wurden, und zwar mit vielleicht sogar einem etwas überheblichen Lächeln. Und das sind Dinge wie soziale Anerkennung, Vertrauen, Fairness, Ungleichheit. Und es ist eine der Pointen dieser neueren Forschung, vielleicht sogar die Hauptpointe dieser Fairness-Forschung, dass Verteilungs- und Effizienzfragen sich voneinander nicht trennen lassen. Die Ökonomen haben eigentlich traditionell immer gesagt, das eigentliche Problem ist die Allokation, also die Effizienz einer Anordnung. Und über die Verteilung kann man sich dann nachher Gedanken machen. Das blenden wir im Grunde genommen erstmal aus. Und das ist eben ganz falsch. Die Verteilungsfragen haben unmittelbar Konsequenzen auch für die Effizienz einer Gesellschaft. Ich habe eine Studie gerade gemacht, wo ich zeigen kann, dass eine als unfair wahrgenommene Belohnung zu einer verstärkten Herzfrequenzvariabilität führt, also eigentlich zu einer reduzierten, das ist ein bisschen kompliziert. Es führt zu einer veränderten Herzfrequenzvariabilität, die ein starker Indikator ist für Stress. Was man also zeigen kann, ist, Unfairness erzeugt Stress. Es gibt also eine unmittelbare physiologische Antwort des Körpers auf die Wahrnehmung, dass ich hier unfair behandelt werde. Und wir haben dann in Daten des sozioökonomischen Panels, das sind 22.000 Personen in Deutschland, die jedes Jahr befragt werden, haben wir nachweisen können, dass Menschen, die ihren Lohn unfair finden, das sind hier Fragebogenergebnisse, häufiger an kardiovaskulären Erkrankungen leiden. Das heißt, ich kann hier einen Link machen zwischen Fairness auf der einen Seite, also einem Softfaktor, und einem realwirtschaftlichen Ergebnis, in diesem Falle Gesundheitszustand. Und das zeigt sehr schön, dass man diese beiden Dinge nicht voneinander trennen kann. Das heißt, Fairnessfragen sind Effizienzfragen. Und das hat fundamentale Bedeutungen für die Organisation von Gesellschaft zum Beispiel. Das Dogma, dass ungleichere Gesellschaften besser funktionieren, weil sie stärkere Anreize zum Beispiel zum Aufstieg generieren, ist einfach nicht mehr haltbar. Die Studien mehren sich, die zeigen, dass ein unerträgliches Maß von Ungleichheit in einer Gesellschaft sich ganz negativ auswirkt, letztlich auch auf die Leistungskraft dieser Gesellschaft, Menschen sehr unglücklich macht, sehr unzufrieden, schlecht ist für den Gesundheitszustand und so weiter. Das gilt aber auch natürlich in Organisationen und Unternehmen. Die beste Art, einen Mitarbeiter zu demotivieren, ist, ihn unfair zu behandeln. Das ist das zuverlässigste Mittel.
Und wenn Sie an einem Unternehmenserfolg interessiert sind, dass Ihre Firma möglichst schnell vom Markt verschwindet, dann wäre das mein Advice, ja, Mitarbeiter unfair behandeln. Menschen sind eben sehr beschränkt rational. Ich glaube, das ist eigentlich eine der wichtigsten Infragestellungen des traditionellen Modells. Es ist eine besonders attraktive Annahme, wenn man mathematische Modelle vom Verhalten machen möchte, dass die Menschen rational sind. Das erleichtert das, was wir so die Nutzenmaximierung nennen. Also ich schreibe ein Modell und unterstelle, dass Menschen für einen gegebenen Ressourcenstrom und gegebene Fähigkeiten und so weiter einen Nutzen maximieren oder einen Gewinn optimieren und so weiter. Und das tun sie, weil sie rational sind. Und das tun sie unter Berücksichtigung der Information, die da ist. Und diese Information wird auch auf rationale Weise, also nach Gesetzen der Statistik und so weiter, verwertet. Und das ist sehr häufig nicht so. Also das ist eigentlich nie so und es ist auch nicht mal näherungsweise so. Es ist in der Regel so, dass Menschen Fehler machen und das hat nichts damit zu tun, dass sie dumm sind oder dass sie irgendwie komplett irrational sind, sondern es hat damit zu tun, dass in schwierigen Entscheidungssituationen es einfach unmöglich wäre, alle diese Entscheidungsprozesse auf rationale Weise zu lösen. Stattdessen bedienen wir uns eben von Heuristiken oder Daumenregeln. Wir müssen schnelle, einigermaßen gute Entscheidungen treffen und das hat auch die Evolution von uns gefordert und darin sind wir auch sehr, sehr gut. Das hat aber nicht viel zu tun mit der Rationalitätsannahme, die wir in den Modellen häufig unterstellen. Und das ist nicht ganz unwichtig, weil viele Fragen auch wirtschaftspolitischer Natur erst dann wieder interessant werden, wenn wir sagen können, Moment, der Mensch ist nicht so rational, wie wir den eigentlich unterstellen, zum Beispiel der Konsument, der Verbraucher. Wenn er nämlich perfekt rational und perfekt informiert ist, dann spielen Dinge wie Verbraucherschutz zum Beispiel eigentlich keine Rolle. Dann brauchen wir auch weniger Regulierungen. Dann wird er auch immer die richtigen Finanzprodukte wählen. Er wird dann auch nicht jeder dummen Idee nachrennen und irgendwelche großen Blasen produzieren. Alles Dinge, die wir übersehen. Er wird auch niemand sein, der starke Selbstkontrollprobleme hat, die wir aber jeden Tag besichtigen können. Ja, Menschen sind zu dick, machen zu wenig Sport und rauchen und so weiter, obwohl sie immer sagen, ja, eigentlich würde ich das gerne nicht tun. Das heißt, wir machen an vielen, vielen Stellen Dinge, die wir eigentlich nicht wollen. All das passt überhaupt nicht in so einen perfekt rationalen Modellrahmen. Und an der Stelle wird klar, warum Ökonomen sich sehr kritisch mit Staatshandeln und mit vermeintlich paternalistischem Handeln eigentlich immer schwer getan haben, weil sie gesagt haben, Konsumenten sind rational und Konsumentensouveränität sollte man schützen, weil letztlich wissen die Menschen, was für sie richtig ist. Ich bin ein großer Freund dieser allgemeinen Haltung und ich denke, wir sollten auch immer kritisch prüfen, wo sich ein Staat einmischen soll. Aber die radikale Position zu sagen, wir können uns weitgehend zurückziehen, weil Menschen eigentlich immer schon wissen, was richtig ist für sie, die ist überhaupt nicht rekonstruierbar mit den empirischen Befunden. Und das wiederum reinzunehmen in das Modellieren von Finanzmarktentscheidungen, von Banken, von Arbeitsmärkten oder fruchtbar zu machen für Verbraucherschutzfragen, für staatliche Interventionen. Ich glaube, das ist das Gebot der Stunde und das läuft jetzt auch auf Hochtouren. Die Verhaltensforschung, die Behavioral Economics, wie wir das nennen, oder auch die Neuroökonomie, hat im Grunde genommen die Ökonomen befreit. Hat sie befreit von selbst auferlegten Denkverboten, Denkzwängen, engen Korsetts. Es gab und gibt immer noch Dinge, die No-Gos sind, ja, weil es einfach die Konvention so will. Bestimmte Dinge darf ich vielleicht annehmen, andere nicht. Und das beste Mittel dagegen, und um sich wirklich auch frei zu machen und auf die Welt, wie sie ist, einzulassen, ist eben gute empirische Forschung, die zeigt, die Annahme ist nun wirklich nicht mehr zu halten und die Annahme ist im Grunde auch falsch. Es ist aber dann auch immer mehr als nur zu sagen, ja, die Annahmen sind alle restriktiv und so wie der Homo economicus ist ja kein Mensch. Das ist immer die eine Sache. Das ist so auch schon so ein bisschen vorbei, würde ich sagen. Das ist so ein bisschen so eine etwas billige Kritik. Viel spannender und viel schwieriger ist natürlich zu fragen, wie ist er denn? Was kommt denn an die Stelle? Und es reicht dann auch heute nicht mehr zu sagen, naja, da gibt es mal eine Abweichung, da gibt es mal eine Abweichung, sondern man muss zeigen, welche fundamentalen alternativen Treibkräfte und Triebkräfte und Verhaltensweisen wirklich auch eine wichtige Rolle spielen. Einmal im persönlichen Entscheiden, dann aber auch nochmal in der Interaktion mit anderen, zum Beispiel auf Märkten oder am Arbeitsplatz und so weiter.
ich wünschte mir, dass die Politik den Mut hat und die Zeit und auch die Ruhe und auch die Gelassenheit und auch die Verantwortung letztlich, sich auf einen Dialog einzulassen mit Wissenschaftlern, denen es um die Sache geht und nicht darum, irgendwelche Interessen zu vertreten und durchzusetzen. Und hier würde ich auch aus meiner geringen, aber umso eindrücklicheren Erfahrung dringend abraten von dem Beratungsangebot, was ich will jetzt die Firmennamen nicht nennen. Das sieht aus wie Wissenschaft. Ja? Da werden irgendwelche Balkendiagramme gezeigt und dann sagt man, naja, seht ihr, hier in Holland hat das auch funktioniert. So, wo man sich die Haare rauft als Wissenschaftler. Man sagt, da ist nichts kausal identifiziert. Ja? Da ist überhaupt keine Sorgfalt für irgendeine Form von valider und belastbarer Schlussfolgerung getroffen worden. Das ist richtiger Mist, ja, sehr häufig. Und der Vorteil dieser Angebote ist aber, man kriegt eine klare Handlungsanweisung und wahrscheinlich auch die, die man gerne hätte, und dann bezahlt man was dafür und kann dann wiederum kommunizieren, schaut her, wir haben uns ja beraten lassen und so. Und wenn man das macht, dann sollte man sich besser gar nicht beraten lassen. Und ich würde hoffen, dass eben die Politik hier den Mut und die Verantwortung hat, sich von den richtigen Leuten beraten zu lassen und sich auch auf diesen etwas mühsameren Prozess einzulassen, die Dinge eben etwas kritischer zu überprüfen und auch in Frage zu stellen. Und ich sehe da auch Tendenzen. In Deutschland ist die Situation die, dass wir, ich vereinfache das jetzt etwas und bitte die Kollegen, die jetzt sich vielleicht negativ angesprochen fühlen, um Nachsicht. Ich meine das nicht ganz so kritisch, wie ich sage, aber die meisten würden mir zustimmen. Wir haben relativ früh in einer akademischen Karriere eine Zweiteilung. Und da gibt es die einen, die sagen, ich will akademisch reüssieren, ich will Spitzenforschung machen. Ob ich es dann schaffe, ist die andere Sache, aber das ist mein Ziel. Und die anderen gehen in die wirtschaftspolitische Beratung. Und die sind vielleicht beide gleich talentiert, aber irgendwann entscheiden sie sich eben für unterschiedliche Tracks. Und das führt dazu, dass bei uns in Deutschland die wirtschaftspolitische Diskussion, können Sie sich in den Talkshows anschauen und so weiter, nicht von den Leuten dominiert werden, die irgendwie in der Forschung sind. Die sogenannten selbsternannten oder auch von Medien ernannten Professoren, die würden Sie auf einer wissenschaftlichen Tagung nicht mal treffen, nicht mal als Zuhörer treffen. Wenn Sie im internationalen Wissenschaftsdiskurs unterwegs sind und so einen Namen nennen würden, dann würden Sie sagen, wie bitte? Nie gehört, nie gehört. Da gibt es ein paar Ausnahmen, ja, ich habe ja gesagt, das vereinfacht, aber grosso modo ist das so. Und gleichzeitig haben wir aber den Fall, dass die Handvoll von deutschen Ökonomen, die international mitspielen und auch sichtbar sind, sich in der wirtschaftspolitischen Diskussion relativ weit zurückhalten. Und das kann man beklagen.